Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich auf der Hochzeitsmesse im Schloss Lichtenberg im schönen Fischbachtal des Odenwaldes. Und ja, hier wird heute ein kompletter Hochzeitstag nachimitiert. Das ist das Besondere an dieser Hochzeitsmesse, denn es startet um 15 Uhr mit ganz vielen Dienstleistern, die sich vorstellen. Und später gibt es ein Hochzeitsessen und die Tische sind ganz toll dekoriert, so wie es auch an dem Hochzeitstag der Brautpaare aussehen kann. Und ja, wie das Ganze ausschaut, da nehme ich euch mit hin und wünsche euch viel Spaß bei der Hochzeitsmesse. Ich habe die Claudia heute zu einem kleinen Interview hier bei mir stehen. Und Hallo. Wenn ihr genau was buchen möchtet hier im Schloss Lichtenberg, kommt ihr an der Claudia praktisch nicht vorbei, denn die kümmert sich um den Service, um die Dekoration und über die Planung hier auf der, bei eurer Hochzeit letztendlich. Ja. Und ja, Claudia, erzähl doch mal so ein bisschen, wie läuft das eigentlich ab, wenn man bei euch eine Hochzeit feiern will? Also, man kommt zu uns, da kann man die Räumlichkeiten angucken. Es gibt einmal den kleinen, das ist der Gewölbesaal, der ist so 60 bis 70 Personen, verschieden stellbar mit den Tischen. Und dann gibt es den großen Saal, das ist der, den man hinter uns sieht, der ist ab 70 Personen bis ca. 130 bequem. Dann gibt es den Ahnensaal, der ist ganz hinter uns, hinter der Glasfront, den kann man dazu mieten. Und da kann dann die Party stattfinden. Direkt hier, wo wir jetzt stehen, kann man dann sagen, dass jetzt die Ältere, die ein bisschen mit den Ohren Probleme haben, einfach die laut Musik nicht wollen, die bleiben dann hier, können ein bisschen plauschen. Oder aber die sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Und hinter uns dann der große, der Ahnensaal, das ist dann der, wo die Party stattfinden kann. Das klingt ja nach einer richtig guten Party und nach einer gut geplanten Hochzeit schon mal. Und dürfen sich denn, was ja für die Brautpaare auch ganz wichtig ist, dürfen die sich denn die Hochzeitsdekoration auch selber aussuchen bei euch? Oder ist das irgendwie fest vorgegeben? Nein, das darf man sich aussuchen, so wie heute an der Messe. Da ist jeder Tisch verschieden eingedeckt und verschiedene Dekorateure und Floristen, die wir an Bord haben, mit denen wir ganz, ganz oft schon viele Jahre zusammenarbeiten. Sehr flexibel alle und das klappt da untereinander sehr gut, wo das eigentlich dann ausgesucht werden kann, wie es heute soll. Das hier ist unter anderem eins der Dekorationsmöglichkeiten, die ihr für die Tische habt. Das ist nämlich hier praktisch die Speisekarte, die stattfinden kann auf eurer Feier. Und das ist wunderschön gemacht. Hier praktisch das Schloss Lichtenberg nachimitiert. Das zeige ich euch natürlich gleich nochmal auf den Tischen und werde euch auch noch weitere Dekorationsmöglichkeiten auf den Tischen zeigen. Claudia, was ist denn das Besondere an dem Schloss Lichtenberg? Besondere ist eigentlich der Flair, den es hier oben gibt. Unter anderem die Originalstuckdecke, dann die Geschichte. Es ist noch eins der erhaltensten Schlösser Deutschlands. Und dann haben wir auch noch einen Schlossgeist hier oben. Das ist die Weiße Frau. Oh, okay. Ja, aber zum Glück habe ich noch nie gesehen. Okay. Und das Allerschönste auch, was ich persönlich immer hier finde, wenn ich hier unterwegs bin als DJ, die Herzlichkeit und Freundlichkeit, die ihr erfahrt.